Wie beginnt ihr eigentlich euren Morgen? Ich hier am liebsten mit einer Tasse Kaffee. Wo ihr den in Wohlfühlatmosphäre und eventuell mit dem ein oder anderen Vierbeiner genießen könnt, das zeigen wir euch in dieser Folge. Nur einen Katzensprung vom englischen Garten entfernt liegt der Katzentempel. Hier könnt ihr Kaffee schlürfen und nebenbei flauschige Katzen streicheln. Außerdem gibt es hier eine große Auswahl an veganen Speisen. Also im Prinzip ist ein Katzentempel einfach ein Restaurant. Wir haben leckere vegane Speisen und in diesem Restaurant leben auch gerettete Katzen aus Tierschutz. Also wir haben Frühstücke und Hauptspeisen und auch viel Süßes, also zum Beispiel Kuchen und natürlich auch Kaffee und andere Getränke. Und wir schauen darauf, dass eben alles pflanzlich ist, also alles vegan. Und wir bemühen uns auch peu à peu grundsätzlich einfach umweltfreundlicher zu werden. Also wenn man in den Katzentempel reingeht, erwartet die BesucherInnen also erstmal Entschleunigung, weil die Gegenfahrt von Katzen ja sehr angenehm auch auf die menschliche Psyche wirkt. Das zum einen und zum anderen eben Essen, das zum Verweilen und Genießen einlädt. Also im Prinzip sollen wir eigentlich ein gemütlicher Zufluchtsort sein, wo man einfach die Seele baumeln lassen kann, wo man genießen kann und ja, ganz entspannen kann. Das Buch und Bohne bietet neben gutem Kaffee außerdem ausreichend Lesestoff. Hier könnt ihr über Buchrücken streicheln, lesen und an eurem Cappuccino nippen. Wir haben für euch vorbeigeschaut zum Schmökern und Schnabulieren. Das Buch und Bohne ist, wie im Namen eigentlich ja schon zu erkennen ist, sowohl Buchhandlung als auch Café. Das ist auch nicht separiert voneinander. Also man kommt hier in den Laden rein und kann dann eben Kaffee und Kuchen hier genießen, umgeben von Büchern. Das heißt, die besten zwei Dinge, die man so in der Welt haben kann, findet man hier bei uns, eben Bücher und wirklich guten Kaffee. Den Kaffee, den wir hier anbieten, den beziehen wir von Supremo Kaffee. Das ist eine kleine Rösterei, die hier auch aus München kommt, also das ist lokaler Kaffee. Wir sind eine kleine unabhängige Buchhandlung in der Nähe von der Isar, also am Goetheplatz, wo man auch schön durch die Münchner Viertel schlendern kann und dann bei uns in einer schönen Atmosphäre, ganz klein und persönlich, sich hinsetzen kann, in einem Buch schmökern und dazu einen guten Kaffee trinken. Ich werde jetzt auch noch etwas weiter schmökern und meinen Kaffee genießen. Wenn ihr auch etwas nachlesen wollt, dann schaut doch mal in die Beschreibung, da haben wir euch alles verlinkt. Wir wünschen euch ein entspanntes Wochenende.